Servus, liebe Kinder, Dora. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Schaut mal, was ich da in der Hand habe. Ah, so erkennt man es ja gar nicht. Das ist ein Kompass. Und zwar einer auch mit Neigungsmesser. Und heute wollen wir mal über die größten und gröbsten Fehler reden, die wir im Umgang mit dem Kompass machen. Eine der größten Fehler, die wir machen, keinen Kompass und keine Karte mitzunehmen. Ganz schlicht und ergreifend, das verlassen sich alle immer aufs Handy und das Handy und das Handy. Was ist, wenn das plötzlich runterfällt, kaputt ist, das Display ist nicht mehr lesbar oder wenn es einen technischen Defekt gibt oder ihr habt einfach schlicht und ergreifend keinen Akku mehr. Was macht ihr dann? Dann steht es sauber da. Deswegen, Karte und Kompass sind immer ein guter Helfer seit Jahrtausenden. Fangen wir mit dem größten oder einem der wichtigsten Fehler an, das es gibt, nämlich, dass die Nadel abgelenkt wird, die sogenannte Devitation. Nämlich durch metallische Störquellen. Schaut mal, ich habe jetzt hier absichtlich einen Karabiner hingehängt. Klar, ist ja eigentlich ganz praktisch. Hat man einen Karabiner, macht ihn so an der Hose fest, den Kompass, oder am Rucksack. Falsch. Der Karabiner ist aus Metall und Metall kann die Kompassnadel ablenken. Zum Beispiel auch hier so eine große metallische Strebe. Schau mal, schlagt der schon aus. Guckt's mir her. Und schon fangen wir an zu wackeln, der Bursch. Oder was ich auch mal gesehen habe, das war in der Werbung für ein Geländeauto. Die haben davor Karte und Kompass auf die Motorhaube gekriegt und dann da gearbeitet. Glaube ich nicht ganz, dass sie so funktionieren könnte. Schaut vielleicht das Foto gut aus, aber ist auf jeden Fall kritisch zu bewerten, das Ganze. Also bitte Metallfahrzeuge zum Beispiel, Eispickel. Solche Dinge bitte, oder das Gestänge vom Zelt, wenn es aus Metall ist, bitte entsprechend weit weghalten oder sich davon entfernen, weil sonst gibt es hier eine falsche Peilung. Das ist das andere. Dann das nächste ist die Kippneigung der Nadel. Wir wissen ja alle, das Magnetfeld richtet im Endeffekt die Nadel, die Nadel richtet sich nach dem Magnetfeld der Erde. Wenn ihr jetzt aber die Nadel zu sehr kippt, zu sehr neigt, kann es dazu führen, dass es hier zu Fehlern kommt. Also deswegen bitte den Kompass flach und gerade halten. Da kommt es auch, ihr seht selber, wenn ich das hier jetzt ein bisschen kipp, schon habe ich ein paar Grad Abweichungen. Und die können sich wirklich fatal auswirken. Ihr seht es hier an der Nadel, wie die tanzt, sobald ich den Kompass kippe. Ein nächstes Problem ist, dass sich die Nadel, ein Fehler, der passieren kann, ist, dass sich das Ganze elektrostatisch auflädt. Also wenn ich jetzt hier einen billigen Kompass reiben würde, kann es sein, dass sich innen drin die Nadel elektrostatisch auflädt und dann kann ich das Ganze vergessen. Wichtig ist, dass die Kompassnadel antistatisch ist. Billigkompasse, die aus Fernost, sagen wir es, aus China kommen, sind das so in den allermeisten Fällen nicht. Deswegen schaut auch bitte drauf, dass das Ganze antistatisch ist. Das kann völlig unbewusst passieren. Ihr habt den Kompass in der Brusttasche oder im Rucksack und der scheuert immer schön an einem Textil, an einem Glatten dran und plötzlich, ihr kennt ja alle diesen Effekt, wenn es die Haare aufstellt beim Luftballon, den man gerieben hat, plötzlich habt ihr eine aufgeladene Nadel und könnt es vergessen im Endeffekt, wo die hinzeigt. Also das ist weniger gut. Dann kommen wir zu den sogenannten Drehfehlern. Ihr seht ja selber, die Kompassnadel, die ist auf einen Edelstein gelagert und schwimmt in einer Flüssigkeit und hat so eine gewisse Einschwingphase. Was immer ein beliebter Fehler ist, dass hier nicht exakt der Nordpfeil entsprechend mit der Nadel ausgerichtet wird. Das kann auch richtig, richtig toll zu absoluten Fehlern kommen in der Navigation. Also bitte das Ganze ordentlich in die Garage, wie wir Experten auch sagen, einpacken, dann passt das Ganze, wenn ihr das habt. Also aufpassen, dass ihr keinen Fehler dadurch das Drehen erzeugt. Und das nächste ist, wenn ihr jetzt im Gebirge, mache ich das auch gern mit diesen Hangneigern. Wenn ihr mal schaut, ich drehe es mal kurz, dass man das besser sieht, diese gelbe kleine Nadel. Mit der, wenn ihr arbeitet, da ist ein Problem, ein großer Fehler, wenn ihr bei unterhalb von 5 bis 10 Grad Neigung arbeitet, da kann es zu erheblichen Fehlern kommen. Und ihr könnt euch damit richtig, richtig verhauen. Vor allem in den Bergen ist das alles andere als gut. Also je flacher das Gelände, umso größer ist die Gefahr, dass ihr euch, wenn ihr mit dem Neigungsmesser hier euren Standardversuch festzustellen, dass es hier zu Fehlern kommt und dann wird es ein Problem. Also
bitte erst ab einer gewissen Neigung, sage ich, ab 10 Grad Minimum, und dann geht das Ganze gut. Ansonsten lasst es bitte. Ansonsten ist wirklich das Beste, macht die unmittelbare Bestimmung mit einem Kartenvergleich, aber jetzt nicht mit dem Neigungsmesser. Also liebe Kinder, da ihr seht, so eine kleine, simple Nadel, die hier gelagert ist, hat es doch in sich. Und wenn ihr versucht, diese Fehler vor allen Dingen auch mit Metall zu vermeiden, dann solltet ihr eigentlich auch ohne GPS überall gut hinkommen. Übt zuvor mit den Kindern draußen den Umgang mit Karte und Kompass, dass ihr nicht völlig blank da steht. Wenn ihr das erste Mal draußen seid und dann die Gebrauchsanweisung lesen müsst und schaut, wie man die Karte und Kompass richtig einordnet, dann ist es ein bisschen zu spät. Ja, was auch noch ein beliebter Fehler ist, was ich auch noch sagen, wenn ihr die Karte einordnet, müsst ihr ganz exakt an der Kante auch eure Kompasskante ausrichten, damit das Ganze übereinstimmt und hier auch keine Abweichungen gibt. Weitere tolle Ideen und Kinderoutdoor-Wissen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und wir sehen uns hoffentlich wieder draußen. Macht es gut, bis dahin. Fertig, servus.